an alle hier im Saal und natürlich auch zu Hause zu Jugend Hackt in Dresden. Mein Name ist Deborah und ich bin eure Moderatorin für den heutigen Nachmittag. 2016 war Jugend Hackt das letzte Mal mit einem Event von dieser Größe in Dresden. Und wir freuen uns total, dass wir jetzt heute in so großer Runde nach dieser Pause hier wieder zusammen im Hygienemuseum in Dresden sind. In den letzten beiden Tagen haben unsere 45 Teilnehmer hier gebastelt, entwickelt, geplant, getüftelt, programmiert oder kurz gehackt. Und heute möchten wir euch jetzt das Ergebnis der letzten 44 Stunden harter Arbeit vorstellen. Freut euch jetzt gleich auf unsere neuen Projektvorstellungen von unseren Teams. Genau, aber bevor wir mit den Projektvorstellungen starten, möchten wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz Danke sagen, nämlich Danke an das Team des Medienkulturzentrums in Dresden. Möchtet ihr vielleicht kurz die Hände hochhalten hier im Saal? Genau, ohne diese Leute, die ihr hier seht. Ohne diese Leute, die ihr hier jetzt seht, hätte dieses Event nicht in dieser Art und Weise stattfinden können. Hier wurde ganz viel an Arbeitsleistung und Aufwand und auch einfach Liebe in dieses Event gesteckt. Daher Dankeschön von uns allen. Genau. Und wir sagen auch nochmal Danke, nämlich Danke an den Sächsischen Landtag, der die Mittel bereitgestellt hat, um dieses Event hier auch zu finanzieren. Genau, denn diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Also an dieser Stelle nochmal Danke. So, und damit sind wir auch schon beim ersten Team. Genau, würdet ihr zwei schon mal auf die Bühne kommen? Genau, wie läuft das Ganze jetzt ab? Also unsere neuen Teams kommen immer nacheinander hier zu mir hoch auf die Bühne und stellen dann die Projekte vor, an denen sie die letzten beiden Tage gearbeitet haben. In den Pausen machen wir hier immer noch kurz, bekommt ihr noch kurz ein paar extra Infos hier zum Event und dann wird das, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr toller Nachmittag für uns alle. Deswegen, so, begrüßt jetzt mit mir schon mal das Team Paramedic mit Hendrik und Konrad. Ja, genau, auch hallo von mir. Mein Name ist Konrad und das ist Hendrik und wir haben uns die letzten zwei Tage mit dem Projekt Paramedic auseinandergesetzt. Genau, was waren die Probleme, die wir versucht haben zu lösen? Zum einen eben sind wir beide in der Feuerwehr und sind da oft mit geschlossenen Softwarelösungen konfrontiert worden, die wir selber eigentlich gar nicht unbedingt benutzen wollen, die uns eben in eine Abhängigkeit bringen mit dem Softwareanbieter und das ist für uns jedenfalls eine kritische Infrastruktur, die eigentlich nicht geschlossen sein sollte und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden, dieses Problem eben anzugehen in unserem Projekt Paramedic. Genau. Unsere Lösung ist eben ein dezentrales System. Der Server ist frei für jeden verfügbar. Den kann man einfach aufsetzen. Da werden wir gleich auch nochmal erzählen, wie wir das im Detail gemacht haben. Und die Anwendung ist eben sowohl für die Retter gedacht, als auch für die Leitstellen, die eben also eben den ganzen Lifecycle einer Alarmmeldung haben wir eben versucht abzudecken und eben eine leichte Zugänglichkeit wird eben angeboten durch Webtechnologien dann im Frontend. Genau, wie haben wir das genau gemacht? Ja genau, das Frontend für die Leitstelle besteht aus einem Java Swing Component und die hat dort wird eine Karte angezeigt von OpenStreetMap, die in einem JPEG angezeigt wird und dafür genutzt haben wir einen Webreader. Und jetzt zur Datenbank und das Backend erzähle ich Konrad noch was. Genau, das Frontend der Leitstelle sendet dann eben die Daten mit der Alarmmeldung an den Server. Der kann eben von jedem betrieben werden, wie eingangs schon erwähnt. Den habe ich in Python, genau in Django geschrieben. Und wir haben zusätzlich auch noch die MOVAS-API eingebunden. Das wird vom BKK bereitgestellt. Das ist das Bundesamt für Katastrophenschutz und Vorsorge.
Und da hat man eben noch mehr Informationen über die eigentliche Alarmmeldung hinaus. Genau, wir haben eine SQL-Datenbank über Django benutzt und eben zum Alarmieren Websockets und eben den Webworker, dass es eben auch auf Handys gut funktioniert. Genau, jetzt zur Demo. Genau, wie bereits erwähnt, heißt das Frontend in einem Java-Programm geschrieben. Dort kann die Leitstelle dann sich einloggen und dann besteht da die Möglichkeiten, sämtliche W-Fragen der Feuerwehr, diese 5 Stück, abzufragen. Da habe ich jetzt mal ein paar Testdaten, die man da eintragen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier im Museum Dresden. Das wäre als Person halt mit dem Mustermann und der Notfall wäre eine Person, die Notlage ist. Und es ist eine Personennotlage und es gibt keine Anmerkung. Dann wählen wir hier den Server aus, zu welchem es gesendet wird und alarmieren damit die Rettungskräfte. Und dann wird der Leitstelle direkt die Karte angezeigt mit dem Standpunkt, wo das Geschehen passiert ist. Und auf der App sieht man dann noch eine Alarmierung, die zeigen wir euch gleich in der Präsentation nochmal. Genau, das ist die Einlog-Seite, das Frontends für die Nutzer. Das sieht dann so aus, wenn sie keine Einsätze haben. Unten ist das MOVAS-System, welches jetzt gerade die Corona-Nachrichten zeigt oder andere Notstände in der Bundesrepublik. So sieht auch mal das Frontend aus, was Sie gerade eben schon gesehen haben. Und so wäre es dann im Frontend für die Nutzer in der App aus, wenn eine Notlage passieren würde und dann mit auch der Karte, wo es ist und was genau der Betroffene, was passiert ist. Und was wir jetzt noch als Ausblick für die Zukunft haben, wäre eine Push-Up-Notification zu erweitern, damit man das ordentlich mitbekommt und dass man natürlich noch mehr Anwendungsfälle, die in der App voreingestellt sind, für andere Anwender noch. Zu guter Letzt, danke für eure Aufmerksamkeit und vor allem für unseren Mentor Yuki. Super, vielen Dank für eure Präsentation. Wenn ihr noch kurz oben bleiben würdet, genau, was ich mich bei euch gefragt hatte, ihr habt ja wirklich hier schon ein richtig großes System aufgesetzt bekommen in diesen 2 Tagen. Hattet ihr schon Programmiervorkenntnisse, bevor ihr zu diesem Event gekommen seid? Ja, wir waren beide nicht zum ersten Mal hier. Ich bin zum 4. Mal hier, du zum 2. Mal, 3. Mal und ich bin davor auf eine Informatikschule gegangen, wo ich einige Vorerfahrungen habe, ja. Ich hatte das Tool eben auch ausgesucht, weil ich damit auch vorher schon ein bisschen Erfahrung hatte und dadurch ging es natürlich ein bisschen einfacher und es ging auch ziemlich gut, weil wir beide auch nur bei dem Projekt eben mitgemacht haben, weil wir dann nur zu zweit waren, da ging der Austausch eben sehr gut und ja, war auf jeden Fall schön, dass wir dabei sein durften, ja. Okay, vielen Dank. Genau, für unsere Zuschauer zu Hause, wenn man hier nicht mit im Hygienemuseum dabei ist, dann kann das ja ein bisschen schwierig zu sein, sich vorzustellen, wie ist das denn hier gerade, also wie viele Leute sind hier da und wie funktioniert das Ganze hier. Deswegen haben wir für euch hier dieses Slide zum Thema Jugendhackt in Dresden mit ein paar Zahlen vorbereitet. Und ich hatte es vorhin schon in der Intro gesagt, also wir haben 45 Teilnehmer, das ist eine super hohe Zahl und da sind wir auch sehr stolz drauf. Was auch noch recht besonders ist, wir haben in diesem Jahr hier eine recht hohe Anzahl an Teilnehmerinnen, die zu diesem Event gekommen sind, obwohl sie noch nicht besonders viele Vorkenntnisse hatten. Also von diesen 45 Teilnehmern zum Beispiel haben sich 11 selbst als komplette Anfänger bezeichnet und 26 haben auch angegeben, dass sie nicht besonders viele Kenntnisse haben. Und dann noch zu so einem Hack-Event zu gehen, das ist natürlich ein großer Schritt, deswegen da sind wir auch sehr stolz drauf. Außerdem sind 2/3 der Teilnehmer hier tatsächlich 14 Jahre oder jünger. Das heißt, während bei solchen Events natürlich manchmal eher Leute kommen, die schon etwas älter sind, haben wir hier auch wirklich sehr viele junge Teilnehmer mit dabei, die sich an das Thema Hacken herantrauen. Genau. Zusätzlich wurden unsere Teams hier betreut von unseren 20 Mentorinnen und das Besondere hier ist auch, diese Mentorinnen sind alle ehrenamtlich hier. Also die haben die Teams jetzt während der letzten beiden Tage unterstützt und beraten und das alles am Wochenende in ihrer Freizeit. So, ich glaube, das ist auch nochmal wirklich eine Erwähnung wert.
Genau, also vielen Dank auch nochmal an die Mentoren. Ansonsten waren hier 8 Helfer mit dabei, die hier mit im Hygienemuseum waren und geguckt haben, dass alles wirklich reibungslos funktioniert und die auch das Hygienemuseum hier super toll mit Stickern eingerichtet haben. Das fand ich auch ganz, ganz klasse. Außerdem 6 Leute im Orga-Team, die geguckt haben, dass hier der ganze Ablauf auch steht und dass wir hier jetzt auch super toll live streamen können. Wir hatten 4 Speakerinnen, davon auch schon in den Vorrunden, die Vorträge hier gehalten haben zu verschiedenen technischen Themen und auch 5 Lightning Talks, die sich dann nochmal etwas genauer auf bestimmte technische Themen bezogen haben. Außerdem zum Verbrauch, es wurden hier 120 Flaschen Mate verbraucht. Wir hatten 240 negative Corona-Tests und von den Projekten, die hier entstanden sind, haben wir eben 9. Und damit können wir auch weitermachen mit unserem nächsten Team. Deswegen bitte ich jetzt um Applaus für das Team School Wi-Fi Rater mit Mattes, Merle und Kirill. Hallo, gut, jetzt geht's. wie schon gesagt, unser Projekt ist der School Wi-Fi Rater und ja, unser Motto ist sozusagen kein WLAN in Schulen, kein Problem. Warum überhaupt der School Wi-Fi Rater? Naja, jeder derzeitige Schüler kennt es wahrscheinlich, dass es in Schulen kein WLAN oder nur schlechtes WLAN gibt. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen für eine digitalisierte Schule. Gut. Unsere Idee ist eine Bewertungswebsite für WLAN in Schulen, die zeigt positive Beispiele, aber auch negative Beispiele von Schulen, sodass die negativen Beispiele sich durch Tipps und die Pläne der positiven Schulen verbessern können. Zum Design und den Funktionen. Wir nutzen Sterne zum Anzeigen der Bewertungen und wie gut das WLAN ist. Jeder kann bewerten und die Website ist auf Handy und Laptop bzw. PC aufrufbar und dafür optimiert. Unsere verwendeten Technologien sind am Frontend HTML und CSS und im Backend eine Database, das ist SQLite und Python mit, wie ist das? Mit dem Framework Bottle. Ja, unsere Erfahrungen durch dieses Projekt sind zum Beispiel das Verknüpfen der verschiedenen Teilprojekte in ein ganzes System, da wir ja teilweise auch in unterschiedlichen Gruppen gearbeitet werden. Das alles zu verbinden, war für uns teilweise eine neue Erfahrung. Und vor allem auch mit Python und Bottle, das mit dem Webserver. Dann hatten wir ein kleines Problem mit den Anzeigen von Bildern. Das hat nämlich am Anfang nicht geklappt, in unserem Fall die Sterne. Wir haben eine Lösung gefunden, die als Symbole zu benutzen, das dann funktioniert hat. Und natürlich haben wir auch sehr viele neue technische Fähigkeiten, Erweiterungen bekommen, vor allem in HTML mit CSS und in Python. Unsere Zukunftspläne sind Siegermedaillen für die besten Schulen, dann Verlinkung der Schulwebsites, besseres Design in CSS und so, Anmeldung für die Schüler, dass sie nur einmal irgendwas abstimmen können und nicht einfach nur spammen können und dann auch natürlich Datenschutz und die Filterfunktion für die Schulen in einer Region, wie zum Beispiel für Dresden. Du bist... Genau, jetzt kommt die Live-Vorstellung unserer Website. Ihr seht schon eingeblendet die URL der Website. Könnt ihr gern mit eurem Laptop oder mit eurem Handy draufgehen und abstimmen. Joa, dann warten wir mal kurz. Ich glaube, gleich können wir dann auch umswitchen. Ja. Im Grunde wisst ihr schon alles über das Programm. Ich muss jetzt hier ein bisschen Zeit wegmachen. Und es gibt
nur 10 Schulen zur Auswahl. Die sind größtenteils auch alle ausgedacht. Also ihr könnt für irgendwas abstimmen, was ihr wollt. Wie weit seid ihr jetzt so? Okay. Dann sieht man jetzt hier die Website. Das ist die Startseite mit der Rankingliste. Da gibt es jetzt hier die 10 Schulen mit den Bewertungen und man hat eine Sterneanzahl und das Durchschnittsrating der Schule. Dann können wir mal hier auf Bewertungen abgeben klicken. Und ja, dann kann man jetzt hier die Schule wählen. Und ja, nehmen wir mal hier die Jugend-Hack-Schule und geben natürlich 5 Sterne. Ist ja logisch. Und dann senden wir die Bewertung und unsere Bewertung ist abgegeben. Jo, das war's. Super, vielen Dank an das Team School Wi-Fi Rater. Genau, ihr könnt den Laptop auch noch kurz dran lassen. Kein Problem. Geht ihr alle auf dieselbe Schule? Ja. Okay, wenn ihr dieses Projekt jetzt in echt umsetzen wollen würdet, habt ihr euch schon überlegt, welche Schulen ihr vielleicht zuerst ansprecht? Nö, eigentlich nicht wirklich, oder? Genau, also ihr guckt jetzt nicht zuerst zum Beispiel, dass ihr alle Schulen in Dresden anschreibt oder sowas. Naja, also in echt, ja, wahrscheinlich würden wir mit Dresden anfangen, dann zu so weiteren Städten bis hin zu Sachsen übergehen, bis wir irgendwann bei Deutschland angekommen sind. Genau, das klingt nach einem super Plan und deswegen nochmal einen großen Applaus für das Team School Wi-Fi Rater. So, für alle Teilnehmer hier im Saal, die Folie, die ihr jetzt gleich hier oben seht, dürfte ein paar Erinnerungen auslösen, und zwar an den Freitag, als wir hier mit dem Hacken angefangen haben. Und zwar, vielleicht fragen sich die Zuschauer zu Hause ja jetzt gerade, hey, das sind ja wirklich coole Ideen, wie sind die Jugendlichen denn hier drauf gekommen überhaupt? Und dieses ganze Event hat ja am Freitagabend angefangen, und zwar mit einer großen Brainstorming-Session hier. Und da gab es eben als Auswahl diese verschiedenen Themengebiete, die ihr hier jetzt auf der Folie seht. Und zwar das erste Thema war Netzpolitik und Überwachung, also ein sehr aktuelles Thema und ein sehr politisches Thema, was uns jetzt ja hier aus dem Technikbereich auch wirklich alle angeht. Das nächste Thema war etwas breiter gefasst und zwar Gesellschaft, Asyl und Familie. Also alle Jugendlichen hier können ja zum Beispiel mit dem Thema Familie was anfangen und sich auch einfach überlegen, hey, was für technische Lösungen gäbe es zum Beispiel daheim, die meiner Familie auch aktiv helfen würden. Das nächste Thema ist auch ein sehr aktuelles Thema, nämlich das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, was gerade also mit der aktuellen Generation und zum Beispiel Fridays for Futures auch ein wichtiges Thema ist, das gerade unsere Generation auch sehr stark betrifft. Und dann kam das ganz klassische Thema Bildung und Schule, also da war jetzt ja zum Beispiel das letzte Projekt aus dem Bereich Schule auch, nämlich mit der Frage dann, wie können wir unser Leben in der Schule verbessern? Gerade in Deutschland, man hat es jetzt an dem Wi-Fi-Rater gesehen, gibt es ja im Bereich der Digitalisierung auch wirklich noch Nachholbedarf. Können wir hier vielleicht irgendwelche Lösungen entwickeln, die uns da voranbringen? Und die letzte Kategorie war dann die Kategorie Freizeit, Gesundheit und Sport. Mit dem Bereich Freizeit natürlich auch einfach alles, was Spaß macht. Also man muss bei diesen Hackathons ja auch nicht immer was entwickeln, was irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, sondern man darf ja auch einfach Projekte umsetzen, die Spaß machen und die man selber gut findet. Genau. So, wie weit seid ihr? Genau, unser nächstes Team bereitet sich schon mal vor. Und zwar, das nächste Team kommt jetzt auch eben aus dieser letzten Kategorie, aus dieser Freizeitkategorie und hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein Spiel entwickelt. Daher würde ich sagen, ich bitte um kräftigen Applaus für das Team Infinity mit Emil, Tillmann, Huzefar und Fabian. Ja, hallo.
Wir sind die Gruppe Infinity, die das Spiel... Moment, wir warten noch kurz darauf, dass eure Präsentation oben angezeigt wird. So, das dauert nur einen kleinen Moment. Jetzt sehen wir schon mal den Bildschirm. Muss gespiegelt werden. Wollt ihr noch mal die Präsentation starten? Genau, also wie das eben bei diesen Präsentationsevents ist, manchmal macht die Technik leider nicht so ganz mit, aber wir haben das bestimmt gleich und können dann das nächste Projekt uns anschauen. So, wir haben vorhin auch uns überlegt, die Mentoren, die den Teams ja hier während diesem Projekt geholfen haben, dass wir die Mentoren hier auch interviewen auf der Bühne. Es haben sich zwei Mentoren bereit erklärt, nämlich Karl und Hanna. Würdet ihr kurz zu mir auf die Bühne kommen? Okay, da die Präsentation jetzt funktioniert, machen wir doch gleich weiter mit der Präsentation. Also jetzt legt das Team von Infinity los. Ja, okay. Wir sind die Gruppe Infinity. Wir haben das Spiel Infinity entwickelt. In der Gruppe sind Fabian, Husefer und Tillmann und ich. Unsere Motivation, das Spiel zu entwickeln, war es überhaupt zuerst herauszufinden, wie es ist, ein Spiel zu schreiben. Und wir wollten Grunderfahrungen im Programmieren sammeln und dabei halt in Anführungsstrichen eine echte Programmiersprache verwenden. Genau, beim Endprodukt haben wir uns vorgestellt, zuerst wollten wir ein 3D-Spiel programmieren mit realistischer Physik auch. Das haben wir dann allerdings gelassen, weil es viel zu aufwendig war und da wir kaum Erfahrung hatten, haben wir das gelassen. Deswegen ging es darum, ein Jump-and-Run-Spiel in 2D-Form mit einer realistischen Physik zu programmieren. Wir haben uns besonders darauf konzentriert, das Grundlegende von dem Spiel zuerst zu programmieren. Das bedeutet Bewegung, das Springen und ein schöner bewegender Hintergrund. Und eine große Herausforderung von dem gesamten Spiel war auch noch mit die Hitboxen bzw. die Kollisionserkennung mit einzuprogrammieren und genau. Also unsere Daten und Technologien, die wir benutzt haben, war JavaScript, das ist ja praktisch. Und wir haben eine Webseite p5.js benutzt, da gibt es sehr viele Codes, die man benutzen könnte. Und Mathematik haben wir auch sehr viel benutzt, das mit Ausrechnen. Das ist ein Screenshot aus unserem Spiel. Ich zeige es noch. Also man kann das auch unter dem Link spielen, aber am PC. Man kann es auch auf dem Handy spielen, aber da kann man es leider nicht steuern. Ja, das ist das Spiel. Und das, die Level tun sich zum Beispiel auch selber generieren. Und ja. Man kann, und das ist halt unendlich. Ja. Genau, am Anfang von dem Programmieren des Spiels hatten wir noch ziemlich viele offene Punkte, wie zum Beispiel noch Sound, achso, den haben wir gar nicht gezeigt. Das war und das zufällige Leveldesign, den Sound und das zufällige Leveldesign haben wir jetzt abgehakt und und haben es quasi jetzt in das Spiel eingebracht, dass es jetzt auch gut funktioniert. Manchmal gibt es noch ein paar Bugs, dass das Spiel irgendwie unmöglich ist quasi, weil die Generation der Welt quasi etwas aus den Möglichen springt, sodass der Spieler dort nicht mehr lang springen kann. Und ja, offene Punkte waren auch noch Punkte, beziehungsweise halt Coins, die man einsammeln konnte, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Und ja, den Sound können wir auch nochmal zeigen.
Genau, das war der Sound dazu. Und ja. Super, dann vielen Dank an das Team von Infinity und danke auch für die coole Audio-Demo. Das freut mich, dass das wirklich noch geklappt hat. Mich würde interessieren, ihr seid, glaube ich, auch während der Entwicklung, habt ihr verschiedene Namen für euer Projekt durchgemacht. Wie seid ihr jetzt auf Infinity gekommen? Wir wollten zuerst ja ein 3D-Spiel programmieren, wo wir halt besonders eine unendliche Welt quasi zuerst programmieren wollten. Und da 3D nicht geklappt haben, hatten wir halt versucht, das möglichst in das 2D-Spiel jetzt überzubringen. Und deswegen haben wir es auch gleich danach mit benannt. Davor hatten wir es, glaube ich, auch noch Escape the Run gemacht, weil wir noch mit Rätsel und alles Mögliche mit einbringen wollten. Aber wir haben es dann doch dabei gelassen, weil wir gesagt haben, das schaffen wir gar nicht mehr. Und eine unendliche Welt zu diesem Jump'n'Run passt halt eher dazu. Genau, und ihr hattet ja auch gesagt, ihr hattet noch nicht so viele Vorerfahrungen. Ist es euch jetzt rückblickend schwierig gefallen, dieses Spiel zu machen? Also wir hätten das Ganze auf jeden Fall nicht geschafft, hätten uns die Mentoren definitiv nicht geholfen, dann hätten wir es überhaupt nicht geschafft, weil wir halt gar keine Vorerfahrung hatten mit einer Sprache wie Java. Und ja, also richtig geschafft hätten wir es, glaube ich, nicht. Okay, super, vielen Dank. Genau, neben diesen großen Events hier, wie jetzt JugendHackt in Dresden, bei denen ein ganzes Wochenende über gearbeitet wird, bietet JugendHackt auch noch andere Formate an, nämlich die sogenannten Labs. Und der Nils von JugendHackt wird euch jetzt ein bisschen was dazu erzählen, was das Ganze ist. Danke. Genau, wir haben ja hier jetzt 3 Tage lang gehackt und es gibt aber über die Events, die in verschiedenen Städten in Deutschland stattfinden, auch die sogenannten Labs. Und wie ihr seht, gibt es davon mittlerweile 15 in ganz Deutschland. Ganz oben im Nordosten und aber auch in Bayern, in Traunstein, in Heilbronn, in Ravensburg. Das sind feste Orte, die im regelmäßigen Rhythmus alle 2 Wochen einen Workshop anbieten oder manchmal auch einfach ein offenes Angebot haben, wo junge Menschen zwischen 12 und 18 einfach kommen können und ihre Projekte vielleicht entwickeln können und da auch wieder von ehrenamtlichen Mentoren unterstützt werden oder wir eben offene Angebote haben, wo vielleicht mal ein Workshop zu 3D-Druck angeboten wird oder eine Einführung zu Linux, also ganz unterschiedliche Themen, wo man eben nicht sich verpflichtet, ein ganzes Wochenende mit anderen Menschen und vielleicht eine Hotelübernachtung intensiv von morgens bis abends zusammenzuarbeiten, sondern wo man ganz niedrigschwellig erstmal vorbeischauen kann und gucken kann, was passiert da eigentlich, wenn man programmiert und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, mit Software Dinge zu kreieren. Und ich habe es eben schon erwähnt, aber trotzdem ist ganz wichtig zu sagen, diese Standorte, die arbeiten teilweise hauptamtlich, teilweise ehrenamtlich und auch dort gibt es eben Mentorinnen, die auch ehrenamtlich tätig sind und die Jugendlichen auch dort begleiten. Ich bin sehr stolz, verkünden zu können, dass wir in Kürze auch bis zu 10 neue Labs dazu addieren können. Das heißt, diese Karte wächst weiter und vielleicht schon beim nächsten Event können wir da ein paar weitere bunte Punkte auf der Karte verzeichnen. Ja. Genau. Vielen Dank an Nils für diese tolle Vorstellung der Labs. So, wir erfahren später auch nochmal was über das nächste Lab, was hier in Dresden stattfindet. Also seid gespannt. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem nächsten Team. So. Wir warten mal kurz, ob die Präsentation kommt. Ja, sie ist da. Also freut euch jetzt auf den Vortrag vom Team Netzpolitik News Push mit Matteo, Frieda, Tobias und Paul. Genau, wir sind die Gruppe Netzpolitik News Push und wir sind tatsächlich aus der Brainstorming-Gruppe Netzpolitik und Überwachung entstanden. Und
dabei kam mich die Frage oder das Problem hauptsächlich hoch, dass manche Menschen einfach zu wenig über aktuelle Netzpolitik wissen und einfach nicht mitkritisieren können, was eigentlich gerade überall falsch läuft. Und wir wollten eigentlich was daran ändern und haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Wir können das ändern durch unser Endprodukt. Unser Endprodukt ist eine Webseite mit den aktuellen netzpolitischen Nachrichten. Dadurch, bei unserem Endprodukt gibt es eine Push-Benachrichtigung für unbewusste Informationsübermittlung. Das heißt, ihr hockt gerade auf Instagram, ihr hockt gerade auf irgendeiner Webseite und arbeitet gerade in eurem neuen Projekt, wisst aber gerade gar nicht, was bei den netzpolitischen Themen gerade abgeht. Und auf einmal kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, dass schon wieder was falsch läuft und denkt euch, was geht hier eigentlich ab? Die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, sind ganz vielseitig. Wir haben zum einen Informationen aus einer Newsseite genommen, die netzpolitik.org heißt. Und davon hat unser Server immer wieder die Informationen gedownloadet. Dieser Server hat dann mit der API zusammengearbeitet. Ja, diese beiden waren das Backend unseres Projekts. Die API hat die NutzerInnen informiert, dass es neue Informationen über die aktuelle Netzpolitik gibt. Und damit war auch das Frontend unseres Projekts geschaffen. Also, jetzt kommen wir zum Backend. Wir haben das Backend hauptsächlich in Python programmiert und wir haben unsere News aus der Internetseite netzpolitik.org aufgerufen. Die Seite könnt ihr auch gerne mal aufrufen. Wir haben die News, die auf dieser Seite stehen, in unserem Skript gekürzt und auf dem wichtigsten Inhalt zusammengefasst. Und das wird dann halt dem Nutzer angezeigt. Wir haben die Website mit Flask erstellt und die Daten ausgelesen mit Beautiful Soup. Ja. Und die Website in Flask ist auch schon ein gutes Stichwort. Und zwar das Frontend, also die Website selber. Das ist ganz klassisch mit HTML, CSS und Bootstrap Framework entstanden. Und die Funktion ist eben dabei, wenn man diese Push-Benachrichtigung kriegt, dann kann man auf die draufdrücken natürlich und dann öffnet sich diese Website. Und die zeigt dann eben die Artikel von netzpolitik.org an, allerdings in gekürzter Fassung. Also damit man da ganz schnell über die wichtigsten Punkte informiert wird. Und dann kann man sich eben diese Kurzfassung durchlesen und wenn man mag, auch noch auf den Originalartikel sich weiterleiten lassen. Und genau, die Notifications, die werden dann über eine eigene API verschickt mit einer App namens Notify. Und das hat dann eben diesen Ablauf, dass da dann eben der Link zur Website hinterlegt ist. Und wir gucken uns dann auch einmal diese Website und gleich auch die App-Notifications in der Live-Demo an. Also das ist eben besagte Website und das sind eben Originalartikel von netzpolitik.org, nur halt eben mit ganz wenigen Sätzen nur zusammengefasst, sodass man halt das Wichtigste hat. Und jeder dieser Artikel, wenn da neuer dazu kommt, dann gibt es eben dazu die Push-Benachrichtigung und dann ist er auch ganz oben auf dieser Internetseite drauf. Und am Ende der Seite finden wir auch den Subscribe-Button. Wenn man da draufklickt, das macht auf dem Laptop nicht viel aktuell, aber auf dem Handy kann man dann, wird man dann automatisch in den App Store weitergeleitet und erhält diese Notify-App, die dann die Notifications ausliefert. Und dann gucken wir uns als nächstes an, wie diese Notification aussieht. Genau, also jetzt triggern wir mal ein Event, dass wir sehen, wie die Notifications aussehen, auf der Website als auch auf dem Handy. So, genau. Hier könnt ihr es auf dem Handy sehen, im Livestream. Und ihr hier vor Ort könnt es auf der Desktop-Version sehen. Genau. Ja, jetzt seht ihr hier nochmal auch vor Ort die Screenshots, wie es aussehen kann bei den Benachrichtigungen. Einmal als Handy-App, da, und einmal dort als Benachrichtigung selbst auf dem Handy oben, als Push-Benachrichtigung. Genau. Genau, wie könnt ihr die selbst aktivieren? Auf dem Handy geht ihr einfach dann auf die Notification drauf. Das könnte ich jetzt für den Stream fortführen. Handy, dass du dich selbst sperrst.
Genau, also auf dem Handy gehe ich auf die Notification drauf. Oh, fuck. Egal, jedenfalls geht ihr dann auf die Website drauf und könnt dann auf den Subscribe-Button drücken. Und dann wird euch die App angeboten zum Download. Ja, und dann gibt ihr halt in der App selbst als Stream Netzpolitik News-Push halt ein. Und dann habt ihr es. Und bei der Web-App seht ihr hier den Link. Nun, unsere Website ist natürlich noch nicht perfekt, weil wir nicht genug Zeit hatten. Und der erste große Punkt, den wir verbessern möchten, ist, wir möchten noch aus mehr Quellen unsere Informationen beziehen. Und das verstärkt mit dadurch, dass wir unsere Website noch verschönern möchten, gibt es ein besseres Interface für den Benutzer. Außerdem möchten wir unseren Server noch stabiler machen, damit es auch wirklich immer kommt und es nicht zu Ausfällen kommt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Vortrag zu Netzpolitik News Push. Super, vielen Dank an euch. Ihr hattet es jetzt auch schon auf dieser Slide mit drauf, diesen Punkt, dass ihr mehr Quellen gerne nutzen wollt. Glaubt ihr, das ist technisch schwierig umzusetzen? Also theoretisch, wenn die Quelle genauso ansprechbar ist wie die aus der RSS-Feed von netzpolitik.org, dann ist es theoretisch super einfach, weil dann müsste man eigentlich nur diesen Link als weitere Quelle angeben und noch bei den IDs zwei, drei Sachen ändern. Das wäre dann ganz einfach hinzugefügt. Und wenn es aber nicht so ist, dann muss man halt es leicht anpassen, aber wird auch ziemlich leicht werden wahrscheinlich. Okay, also wir können mit noch mehr Quellen in Zukunft rechnen. Ihr habt uns auch noch was anderes mitgebracht, was hier vorne steht. Ihr könntet das noch mal kurz in den Raum halten, dass es vielleicht alle sehen und dann in der Kamera zeigen. Was habt ihr denn da noch als Side-Projekt gemacht? Also vor allem für die Leute im Stream, ihr kennt es, wir reden von irgendwas, ihr versteht aber nur Bahnhof. Und das ist genau das Nerdisch-Deutschbuch. So versteht ihr uns endlich. Genau, eine super Idee. Vielen Dank dafür und vielen Dank an das Team Netzpolitik News Push. Genau, in unserer letzten Zwischensession hatten wir es ja schon angesprochen, es gibt deutschlandweit auch diese Jugend-Hacked-Labs und wir sind aktuell in Dresden und möchten euch daher noch dieses besondere Angebot hier vorstellen. Und zwar kommt jetzt Moritz zu mir auf die Bühne. Er ist Mentor beim Jugend-Hacked-Lab in Dresden und wird uns jetzt was zu euren nächsten Terminen erzählen. Ja. Bei Jugendhackt an diesem Wochenende seid ihr bestimmt ziemlich begeistert von der Möglichkeit, die ihr hier bekommen habt. Und Nils hat euch ja schon erzählt, es gibt noch mehr Möglichkeiten über das ganze Jahr hinweg in den Labs an Techniksachen zu basteln. Auch in Dresden, wir sind in technischen Sammlungen, im Keller gibt es das Machwerk. Das ist ein Makespace, das heißt, dort steht Technik rum, dort haben wir Laptops. Dort sind auch MentorInnen. Ich bin da zum Beispiel auch Mentor und wir unterstützen euch dabei, eure Ideen umzusetzen. Selbst auch diejenigen Leute, die jetzt vielleicht nur im Stream zuschauen. Wenn ihr Jugendliche seid und im Dresdner Raum euch aufhaltet, könnt ihr auch gern vorbeikommen. Wir haben eine Menge niederschwelliger Angebote. Das heißt, falls ihr einfach nur mal ausprobieren wollt, wie das überhaupt ist, mit Technik Dinge zu basteln, haben wir zum Beispiel kleine Calliopes da. Das sind kleine Chips, die ihr programmieren könnt, die ihr zum Piepen bringen könnt, die Musik machen können. Und je nachdem, worauf ihr Lust habt, können wir euch unterstützen. Dieses Format, das heißt Open Lab. Und außerdem gibt es auch noch andere Labs, wie schon angekündigt wurde, auch in Sachsen. Und diejenigen, die in Sachsen sind, haben ein bisschen KI, Artificial Intelligence Focus. Das heißt, wir versuchen, ein bisschen darüber zu unterrichten und ein bisschen damit zu basteln, wie das dann eigentlich ist, wenn zum Beispiel Dinge selber lernen oder selber Analysen schaffen. Aber selbst wenn ihr davon, wenn euch das noch gar nichts sagt, ihr könnt trotzdem gerne vorbeikommen und was denn herausfinden, wie das denn eigentlich so ist. Super, vielen Dank. In welchem Rhythmus sind denn die Termine bei euch? Ja, stimmt, habe ich vergessen zu sagen. In Dresden versuchen wir uns regelmäßig am Mittwoch zu treffen, etwa jede zweite Woche. Ihr seht, der nächste Termin, der wäre dann der 4. Mai.
da 16 Uhr, 2 Stunden lang geht das. Und hin und wieder haben wir auch kleine Inputs, kleine Workshops. Vielleicht habt ihr auf irgendwas Interesse, wollt mehr darüber erfahren, dann könnt ihr uns auch eine kleine E-Mail schreiben und wir versuchen euch dann darüber was zu berichten, um das dann auszuprobieren. Genau, und wenn jetzt jemand Interesse hat, kann der dann einfach vorbeikommen oder soll der vielleicht vorher noch eine E-Mail schreiben? Oder? Eine E-Mail schreiben ist ganz gut, notfalls könnt ihr auch vorbeikommen, falls ihr ganz spontan euch dafür entschieden habt. Auf der Jugendtakt-Webseite findet ihr mehr Informationen, auch vielleicht, wenn ihr nicht aus dem Dresdner Raum kommt. Die anderen Labs sind dort auch alle gelistet. Und wir freuen uns auf euch. Genau, super. Vielen Dank an Moritz. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr vom Hacken hier einfach nicht genug bekommt oder ihr sagt, hey, dieses Projekt, was wir hier angefangen haben, das möchten wir in einem Rahmen weitermachen und wir brauchen vielleicht auch wieder hier die Unterstützung von den Mentorinnen, dann kommt einfach vorbei in dieses Jugendhackt Lab in Dresden. So, und hier bei mir ist auch schon die nächste Gruppe. Das ist eine sehr große Gruppe, die größte Gruppe, die wir, glaube ich, auch heute haben. Ich bitte um Applaus für die Gruppe What Happened mit Lene, Peter, Tillmann, Lotte, Lea, Mara, Judith, Lou und Charlotte. Okay, so, wir kennen es alle. Wir wachen in Mitte des Geschichtsunterrichts, gucken die Lehrer an und denken uns, was labert der eigentlich da? Wer war Napoleon? Und was ist eigentlich diese französische Revolution? Wir haben eine Website programmiert, die heißt What Happened. Für die kein Englisch können, was ist passiert? Und diese Website hilft uns alle, Geschichte zu lernen und dabei auch Spaß zu haben. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben Probleme von der Schule aufgezeigt. Oh Gott, ich zitter. Wir haben spezifisch den Problem gefunden, Unterricht ist langweilig, da könnt ihr mir alle zustimmen. Und ja, wir haben diese Website programmiert, weil wir dachten, mit einem Spiel, mit einem interaktiven Spiel, könnten wir den Geschichtsunterricht mega cool machen. Ja, also wir von der Programmierung, vom Zeitstrahl, den man jetzt sieht, beziehungsweise da, den Code, von mir aus hier auf dem PC. Ich erzähle jetzt einfach mal was über den Zeitstrahl. Und zwar, der geht von 1800 bis 2020. Und ist ganz einfach zu bedienen, einfach durch Interaktion, also einfach draufklicken und man kann Daten abrufen und was auch immer, was man eben sehen will. Und natürlich ist der in einer chronologischen Reihenfolge aufgebaut. Wir haben auch ein Spiel entwickelt, ein Spiel, wo man eine Person aus der Vergangenheit wird, ist und man bekommt natürlich, bevor man in das Spiel reingeschmissen wird, bekommt man eine Information, wer man ist, in einem kleinen Text. In diesem Spiel hat man Fragen, man bekommt Fragen gestellt, während man Aktionen ausführt und dann reagiert man. Also man trifft eine Entscheidung und damit kann man König werden, sterben, einfach einen Alltag leben, einkaufen gehen, was weiß ich. Durch dieses Spiel bekommt jeder einen realen Einblick in die Vergangenheit und kann sich vielleicht auch Schlüsse daraus ziehen. Ja. Wir haben außerdem eine Karte, wo zu verschiedenen Zeitpunkten die Grenzen aufgezeigt werden, da sie sich ja von den Ländern immer wieder verschoben haben. Und zwar geht es von 1800 bis 1994. Ja, und wir haben kleine Marker, die die wichtigsten Punkte, also Orte, wo Sachen stattgefunden haben, markieren. Und wenn man raufklickt, kann man auch sehen, was da genau passiert ist. So, wir haben auch natürlich Daten gesammelt, Daten aufgebreitet vom 1800 bis 2020. Ja, es sind einfach historische Ereignisse, wichtige Events, die passiert sind und generell personenbezogene Daten. Das ist jetzt alles schön und gut, jetzt haben wir alibimäßig irgendwelche Codezeilen gezeigt, aber ich glaube nicht mal die Leute, die Informatik studieren,
haben, können damit jetzt anfangen, wie es aussieht. Deshalb ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir einfach mal zeigen, wie die Website aussieht. Müssen wir ja kurz warten, vielleicht lädt er das auch noch. Naja, ich kann ja schon mal anfangen. Man startet direkt auf der Website und sieht direkt den Zeitstrahl. Und man würde den Zeitstrahl auch im Stream sehen, vielleicht. Da ist ein Zeitstrahl, super. Der Zeitstrahl ist ziemlich lang und geht bis 2022 nach unten, also bis aktuell quasi. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel nach ganz oben geht, der erste Eintrag ist ziemlich interessant, nämlich da geht es um die Stadt London in England, glaube ich zumindest. Und die hat einen extra Eintrag, nämlich wenn man über die Einträge drüber hovert, klappt sich ein Informationskästchen aus und da kann man draufklicken und bekommt nun einen wunderschönen Stadtplan von London. Mit weiteren Informationen und auch noch einen Link zu einer sehr informativen Seite. Nein, da klicken wir jetzt nicht drauf, sondern wir gehen jetzt zurück. Der funktioniert, hallo! Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind da Karten verlinkt. Und die Karten kann, glaube ich, jemand anderes besser erklären. Das ist zum Beispiel die Karte jetzt von 1800 und wo auch die Grenzen und natürlich auch die Marker drauf sind. An der Seite kann man, wie man gerade schon gesehen hat, verstellen direkt das Jahr, wo sich dann auch die Grenzen verschieben, genau. Die Markierungen verdecken ja teilweise die Grenzen, weshalb man die auch ausstellen kann, falls man möchte. Aber um die Orte zu sehen, braucht man halt die Marker. Und wenn die da sind, kann man dann mit deren Hilfe, wenn man auf einen raufklickt, sehen, wann das passiert ist und was dort genau passiert ist. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste an der Webseite, das Spiel. Wir haben hier ein kleines Spiel schon mal vorbereitet, welches perfekt zum Hintergrund passt, wie man sieht. Wir spielen hier Elisabeth, die kommt aus London, die Stadt haben wir ja schon mal irgendwie gehört. Wir sind jetzt im 14. Jahrhundert, Elisabeth wurde 1330 geboren, sie ist jetzt 18 Jahre alt, wir sind jetzt also im Jahre 1348, rechnen muss man können. Entschuldigung. Sie wurde mit 15 Jahren an einen Schmied verheiratet, der ist aber vor ungefähr einem Monat verstorben an einer Krankheit, Fieber, ganz schlimm. Und jetzt ist auch vor 2 Wochen eine Seuche ausgebrochen. Also Elisabeth geht es jetzt eigentlich nicht so gut und sie kann sich gerade so über Wasser halten. Und jetzt starten wir mal in einen ihrer Tage rein. So. Wir gehen als Elisabeth aus dem Haus. Dann hören wir plötzlich einen Hilferuf. Das ist eigentlich normal dort, weil, soweit ich weiß, wurden um diese Zeit sehr viele Menschen ermordet. Okay. Und wir sind natürlich nett. Wir laufen also zu diesem Hilferuf. Vielleicht können wir irgendwie helfen. So, wir sehen dort, wo wir ankommen, einen Menschen mit blauen und lilafarbenen Beulen auf dem Boden liegen. Die sind auch etwas schwärzig gefärbt. Und der ist halt derjenige, der nach Hilfe gerufen hat. Weil wir nett sind, geben wir ihm etwas Wasser, weil Durst muss als erstes gelöscht werden. Das ist wichtig. So, wir helfen ihm mit Wasser. Er bedankt sich natürlich, ganz nett, wir lächeln ihn an. Und wir haben uns so ein bisschen jetzt angefreundet mit ihm. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, ihn doch mal zur Heilerin zu bringen. Vielleicht kann die ihm ja helfen. Wir sind jetzt bei der Heilerin. Die ist so richtig drauf wie, ey, dich kenne ich ja. Du bist doch die, die letztens mit ihrem Mann angekommen ist. Tut mir leid, dass ich den nicht retten konnte, aber hey, unterhalten wir uns mal ein bisschen über ihn. Und hallo, uns lag der Mann echt am Herzen. Wir wollen nicht über einen Verstorbenen reden, der uns am Herzen lag. Also setzen wir den Kranken dort ab und gehen nach Hause. Jetzt sind wir zu Hause.
Jetzt geht es uns aber plötzlich sehr schlecht. Und wir wissen nicht, was mit uns los ist. Aber das Wichtigste ist erstmal, sich hinzulegen. Denn Schlaf brauchen wir. Es könnte daran liegen, dass wir Hunger haben. Hunger wird mit Schlaf weggehen. Also legen wir uns jetzt hin und schlafen. Schade, wir haben die Pest. Wir sterben innerhalb der nächsten 3 Tagen. Aber wir können das alles nochmal von vorne starten. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal Königin. Super, dann vielen Dank an euch. Ihr wart jetzt eine ziemlich große Gruppe. Möchtet ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch die Arbeit zum Beispiel aufgeteilt habt? Ja, das war sehr einfach eigentlich. Es gab, die Daten, den Spiel, auch die Website und wir haben uns einfach auf Gruppen geteilt. 2 bis 3 Leute haben daran gearbeitet. Auch vielen Dank an unsere Mentoren, Hannah, Karl und The One with the Braid, die leider nicht hier ist. Die haben uns mega geholfen und ja, und ich glaube, es war auch ein bisschen einfacher. Ja, da wir so eine große Gruppe sind, da hatten wir alle was zu tun und dann am Ende ist es richtig gut geworden. Okay, super. Da ihr das jetzt schon für Geschichte aufgezogen habt, ich glaube, Mathe ist auch so ein langweiliges Fach. Könntet ihr euch überlegen, das noch für andere Fächer zu machen? Mathe, schwierig. Also kommt auch die Person an, ne, würde ich sagen. Aber gerne. Spaß. Das war ein Spaß, natürlich nicht. Das ist nur Geschichte. Wir lieben Geschichte, ja. Und wir lieben auch Mathe, deshalb brauchen wir da keine Hilfe, ne? Leider kein Mathekurs, aber vielen Dank für diese Vorstellung. Und ich meine, mit Einsen und Nullen kann jeder rechnen. Genau, also wir haben gesehen, es gibt auch über ganz Deutschland verteilt die Jugendhackt Labs und auch immer wieder solche Wochenendevents wie hier. Falls ihr aber sagt, so da wirklich hingehen, das ist nicht ganz meins, da haben wir auch noch andere Angebote, nämlich zum Beispiel die Online Community Talks. Das ist eine Reihe aus der Jugendhack-Community, also das sind ehemalige Teilnehmerinnen oder Mentorinnen, die bei Jugendhack dabei waren und die treffen sich auch in regelmäßigen Abständen online zu Events und reden hier über ganz verschiedene Themen, die sie aktuell bewegen oder über Projekte, die sie gemacht haben oder auch über Events, die durchgeführt wurden. Also hier zum Beispiel sind Community Talks zu dem Spiel Oh My Git. Das habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. Das ist ein Lernspiel, was sehr viel Spaß macht und das ihr auch selber online ausprobieren könnt. Oder im Talk 13, da ging es darum, wie ist es denn, ein Remote-Event durchzuführen. Also während der Corona-Phase konnten ja leider diese Vor-Ort-Events nicht mehr stattfinden und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind einige Events dann in die Online-Welt umgezogen und haben das dann zum Beispiel per Zoom durchgeführt. Das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die man da sammelt, wenn man das online macht. Es muss ganz anders organisiert werden, man muss gucken, dass der Server stabil bleibt, damit natürlich das Telefonat funktioniert und nicht irgendwie plötzlich die Verbindung zu allen abbricht. Also das sind nochmal ganz andere Erfahrungen, die zum Beispiel hier besprochen werden und auch nochmal einen interessanten Einblick bieten, natürlich hinter die Kulissen, denn wie wird eigentlich so ein Event organisiert? Und hier ist auch nochmal ein Community Talk aufgeführt zu einer sehr, sehr coolen Reihe, denn es gibt hier bei Jugendhackt diese vernetzten Welten und zwar geht es da auch um die Kommunikation in andere Länder. Also bei diesem Talk ging es zum Beispiel um die Erfahrungen mit einem Austausch nach Japan, wo man sich dort mit Jugendlichen getroffen hat. Das ist nochmal wirklich eine Erfahrung, glaube ich, hier ans andere Ende der Welt geflogen zu sein. Und da könnt ihr auch in diesen Talks hier nochmal mehr drüber hören. Genau. Und
an alle Teilnehmer hier jetzt, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Ihr seid jetzt auch Teil dieser Jugend-Hacked-Community. Also traut euch und vernetzt euch auch bitte. Genau. So, das nächste Team ist hier auch schon neben mir. Und ich freue mich jetzt auf ein Hardware-Projekt tatsächlich. Und viel Spaß jetzt mit der Vorstellung von Presence Board mit Marvin, Joel und Elias. Wenn es mal geht. Genau, das Bild kommt sofort. Genau, was wir hier kurz gesehen haben, war auch das Alpaka, was ihr auch öfters in diesem Livestream gesehen habt. Das steht zum Beispiel hier auch vorne mit drauf. Genau, jetzt geht's aber los mit der Präsentation. Also wir sind Elias, Marvin und Joel. Wir haben ein Present Board gemacht. Für die, die nicht wissen, was Present Board heißt, das ist eine Anwesenheitstafel. Und der Sinn des Boards erklärt euch Elias. Also der Sinn dahinter ist sozusagen, wenn man nach Hause kommt und manchmal hat man ja einfach keine Lust, ins Treppenhaus zu gehen und rumzuschreien, hallo, wer ist zu Hause? Und deswegen haben wir überlegt, dass man sozusagen zur Tür reinkommt und dann, also das funktioniert mit, man hat dann immer so einen NFC-Chip und kann ihn dann da dran halten und dann sieht man direkt, wer ist zu Hause, wer ist nicht zu Hause. Und und wenn man wenn man wieder rausgeht oder so, beispielsweise zu einem Freund, kann man sozusagen wieder seinen Chip dran halten, auf ich bin bei einem Freund klicken. Und dann wird sozusagen angezeigt, wo man ist. Und das, also wir hätten uns jetzt gedacht, das sagt auch, dass es wird weniger Streit in der Familie sein, weil dass die Eltern sozusagen nach Hause kommen können und direkt sehen, ah, mein Kind ist da und da. Und dass sie es nicht noch anrufen müssen und fragen müssen, hä, wo bist du? Ist Schule nicht schon lange zu Ende und genau. Das Anwesenheitsboard ist mit NFC, funktioniert mit NFC-Chips. Dies funktioniert auch mit LEDs. Also es kommen LEDs hier, zeigen wir mal kurz. LEDs gehen dran und die Lichter gehen rot an. Das heißt, es ist jeder ist gerade in der Schule zurzeit. So, und wenn ich jetzt hier halt auf Arbeit zum Beispiel drücke, dann wird das ist noch etwas verbesserungsfähig. Wir haben es nicht ganz fertig kriegen können, aber man muss auch dazu sagen, ja. Also das ganze Gehäuse ist aus dem 3D-Drucker und mit dem Lasercutter gemacht. Die Technik besteht aus einem sehr, sehr langen Code und vielen, vielen Kabeln und einem Arduino, was wirklich wir dreimal austauschen mussten, bis es dann funktioniert hat. Und es ist... Wir haben es mit C++ programmiert. Es ist so ähnlich wie Java. Wir hatten auch nur einige Vorkenntnisse im Programmieren. 3D-Modellierung hatten wir überhaupt nichts. Und deswegen hätten wir es nie ohne die ganzen Mentoren geschafft, die uns geholfen haben. Und
ein Mentor, der hat sich auch, der war heute nicht mehr da. Das hat uns wirklich sehr viel Zeit gekostet, weil jetzt nur noch ein Mentor da war. Und es gab dann auch einige Probleme mit der Technik, wie schon gesagt. Der Arduino, mit dem wir die ganze Technik betrieben und programmiert haben, mussten wir dreimal austauschen, um dann den richtigen zu, ja, und dreimal die Kabel vertauschen. Und uns fehlte am Ende dann wirklich Zeit und jetzt am Ende war es schon noch ein ganz schönes Gehetze. Genau. Am besten zeigen wir das jetzt noch einmal. In live. Und zwar halte ich jetzt meinen Chip dran und ich bin bei der Schule. Jetzt gehe ich zum Freund. Und dann bin ich beim Freund. Und nach einer Zeit geht es automatisch aus. Und wenn ich ihn wieder dran halte oder eine Taste drücke, geht es wieder automatisch an. Ja. Super, vielen Dank an das Team Presence Board. Ihr habt ja schon gesagt, anders als einige andere Projekte habt ihr hier wirklich mit Hardware was gebastelt. Und ihr habt auch schon gesagt, ihr musstet dafür jetzt verschiedene Sachen einsetzen, wie 3D-Druck und Arduinos. Was von euch ist euch denn da am schwersten gefallen? Na, also wir hatten halt durch, also als am schwersten ist uns als Gruppe gefallen, dass wir dieses Ganze mit Kabel und so, also wir hatten gar keinen Plan von dieser Elektrotechnik. Da hatten wir zum Glück ein paar gute Mentoren, die uns da auch geholfen haben. Aber es war dann trotzdem, wir mussten viel im Internet recherchieren und so, dass wir halt auch alles richtig verkabeln und so. Also ich denke, die Verkabelung und das Programmieren ist uns wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Das war wirklich sehr. Genau, aber ich glaube, das Produkt kann sich wirklich sehen lassen. Ich glaube, wenn ihr das euren Eltern zeigt, dann werden die sich bestimmt freuen, immer zu wissen, wo ihr seid. Könnt ihr euch vorstellen, dass es vielleicht andere Jugendliche gibt, die nicht immer wollen, dass ihre Eltern wissen, wo sie sind? Könnte ich mir vorstellen. Genau, dann braucht dieses Board wahrscheinlich einfach die richtige Anwendergruppe. Aber cooles Projekt und vielen Dank an das Team Presence Board. So, wir hatten über die Labs geredet zuletzt. Wir möchten euch aber natürlich nicht vorenthalten, dass es auch noch weitere Wochenend-Events gibt. Und zwar stehen die nächsten Termine für das Jahr 2022 auch schon fest. So, da oben seht ihr die Termine. Also der nächste größere Hack findet in Frankfurt am Main statt. Und zwar vom 17. bis zum 19. Juni. Und der darauffolgende Hack, der findet in der Region Rhein-Neckar statt. Genauer gesagt in Mannheim und läuft vom 15. bis zum 17. Juli. Die Anmeldung für diese beiden Events läuft auch aktuell schon. Also gerade wenn ihr zu Hause jetzt Lust bekommen habt und sagt, ich möchte auch mal zu so einem Event, ich möchte da dabei sein, könnt ihr euch jetzt für eins von diesen beiden Events hier anmelden. Ende des Jahres gibt es auch noch weitere Events, zum Beispiel eins in Hamburg, das findet vom 2. bis zum 4. September statt. Und in Linz, in Österreich tatsächlich, das findet vom 28. bis 30. Oktober statt. Genau, für die Teilnehmer ist die Teilnahme an diesen Events kostenlos. Es wird sich auch um die Verpflegung gekümmert. Und wenn ihr von weiter anreist, dann werdet ihr da auch unterstützt, was die Anreise und die Unterbringung im Hotel angeht. Also deswegen, wenn ihr Lust habt, dann meldet euch wirklich für diese Events an. Das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung. So, und damit die Events eben in dieser Form auch stattfinden können, ist JugendHackt auf Spenden angewiesen.
Denn ja, also so ein Wochenende hier, das ist ganz schön teuer und ihr habt es ja mitbekommen, hier sind ganz viele Leute dabei, die einfach auch helfen müssen, das zu organisieren. Deswegen unter jugendhackt.org/spenden findet ihr verschiedene Optionen, wie ihr dieses Projekt unterstützen könnt. Also ihr könnt gerne einfach einmalig etwas spenden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft zu beantragen. Das geht schon bei weniger als 10 Euro im Monat los und hilft einfach dabei, dass JugendHackt in dieser Form so weitermachen kann und auch in den nächsten Jahren weitermachen kann und dass wir zum Beispiel noch mehr Lab-Standorte haben und wir wirklich dieses Thema Digitalisierung in Deutschland noch weiter voranbringen und natürlich, dass wir hier wirklich coole Events haben, bei denen so coole Projektideen dabei rumkommen, wie ihr sie jetzt gerade gesehen habt. Also ich glaube, allein das ist schon ein Grund, dass man sagen könnte, hey, JugendHackt, das hat vielleicht meine Spende verdient. So. Genau, neben mir hat sich schon das nächste Team aufgestellt. Und zwar ist das das Team Wahlpacker mit Amelia, Max, Felix, Simon und Peter. Genau, wir warten wieder kurz, bis der Bildschirm da ist. Ich glaube, das Team Wahlpacker können wir nachher auch zu ihrem Namen befragen. Der hat sich die letzten Tage, glaube ich, auch ein paar Mal geändert. Also, wir sind das Projekt Wahlpacker, bestehend aus Simon, Peter, Felix, Emilia und mir, Max. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn man so auf Instagram ab und zu Werbung bekommt, ja, hier möchten Sie bei uns abstimmen über irgendwelche Wahlen für Bundestag oder sowas, muss man sich meistens anmelden und das fanden wir doof, plump gesagt. Das heißt, wir haben dann uns die Lösung gestellt, eigene Webseite machen, wo diese Hürde von der Anmeldung komplett gestrichen wird. Dazu haben Emilia, Felix und ich das Frontend gemacht und Simon und Peter haben das Backend gemacht. Und Peter wird jetzt auch mit dem Backend fortfahren. Also für das Backend haben wir Node.js als die Technologie, die wir benutzen möchten, gewählt. Dann auch haben wir Express Framework benutzt, der uns die Entwicklung vereinfacht, um die Kommunikation zwischen Backend und Frontend zu ermöglichen, wurde eine API entwickelt, auch im Node.js. Die ermöglicht auch zum Beispiel Apps von Drittanbietern auch die Verbindung mit diesem Backend. Und als Proof of Concept haben wir nicht die reale Datenbank benutzt, sondern nur auch eine JSON-Datei. Jetzt wird Felix etwas über das Frontend sagen. Genau, das Frontend, also das, was man später sieht, davon gab es zwei Versionen. Die erste beide Versionen wurden einmal mit HTML programmiert, das ist halt sowas, damit die Website am Ende steht. Und die eigentliche Programmierung war auch in JavaScript bei beiden. Und der einzige Unterschied ist die Gestaltung, halt bei der ersten Version wurde das Ganze mit CSS gemacht und bei der zweiten mit SASS. Und ich habe mich so ein bisschen in das CSS reingefuchst und da haben wir auch genau das bei rausgekommen. Genau. Achso, ja, okay, also das ist unsere erste Webseite, die haben wir drei erstellt, also praktisch erstellt.
da kann man eben auch abstimmen und dann gibt es halt leider noch kein richtiges Ergebnis. Aber das war klar. Okay, meine. Ja, genau. Dafür haben wir ziemlich lang gebraucht. Als zweite Webseite haben wir eine etwas andere als aussehende Webseite gemacht. Wenn man auf die Admin-Seite geht, kann man eine neue Umfrage erstellen. Einfach die Frage angeben und dann kann man beliebig viele Antworten hinzufügen. Einfach auf Bestätigen drücken und dann wird das übernommen. Wenn man wieder auf die Startseite geht und auf aktuelle Umfrage, kann man selber teilnehmen. Und dann sieht man das Ergebnis der Umfrage in einem Balkendiagramm. Ja, also das ist dies, was wir geschafft haben. Vielleicht hat es jemand entdeckt. Auf der Administratorseite stand auch etwas von neuer Gruppe. Das ist ein zukünftiger Plan, der für mehr Zeit als Idee wäre. Also praktisch Gruppen mit verschiedenen Leuten, in denen wir halt immer neue, weitere Umfragen erstellen können, ohne dass eben halt jeder zu dieser neuen Umfrage finden muss. Außerdem würden wir gerne erarbeiten, dass jede Umfrage auch mehr als nur eine Frage haben kann. Zusätzlich wollen wir auch, dass wir haben hier später noch einen QR-Code, der eine mehr als 50-prozentige Chance hat zu funktionieren. Dasselbe gilt dafür, dass, wie es viele gesehen haben, dass Yay an der richtigen Stelle ist, auch 50-prozentige Chance, dass es hinhaut oder nicht. Ja, das ist es auch schon so ziemlich. Ah ja, und natürlich auch ein besseres Passwort, denn Plaintext in Code ist tatsächlich nicht die beste Möglichkeit. Genau, also vielen Dank an das Team Wahlpacker. So, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, ich hatte es vorhin schon gesagt, ihr hattet ein paar Namen. Wie seid ihr jetzt auf diesen Namen gekommen? Wir fanden alle die Alpakas sehr süß und wir hatten eine Wahl-App, also haben wir es einfach kombiniert zu Wahlpaka. Okay, das ist natürlich super. Wenn ihr euch vorstellt, ihr geht mit diesem Projekt tatsächlich live, würdet ihr eine Moderation der Fragen vornehmen wollen oder dürfte man auf eurer Website tatsächlich jede Frage stellen? Also wir haben es eher so gedacht, dass man die Anwendung einfach auf seinen eigenen Server hosten kann und selber einfach Fragen erstellen kann, also Umfragen. Okay, dann kann man das ja wirklich benutzen für seine eigenen Projekte. Sehr, sehr cool gemacht. Vielen Dank an das Team Wahlpaka. So, und wir haben es jetzt schon ein paar Mal in den Vorträgen gehört, dass die Teams gesagt haben, hey, wir könnten heute nicht das präsentieren, was wir jetzt hier haben, ohne die Mentoren, die hier bei uns dabei gewesen sind. Und an dieser Stelle wollen wir auch einfach nochmal Danke sagen und dafür würde ich nochmal den Nils zu mir auf die Bühne bitten. Genau, du hast es schon gesagt. JugendHackt lebt von ehrenamtlichem Engagement, also von den Menschen, die ihr Wochenende hier mit den Jugendlichen und mit uns verbringen und ihre Zeit hier investieren und die den jungen Menschen bei der Umsetzung ihrer Projekte helfen. Und an diesem Wochenende möchten wir ganz besonders Danke sagen an Yuki, Anouk, Edgar, Chrissy, Karl, Tobias, Moritz, Pascal, Robert, Mirko, Johannes, Gabriel, Timo, The One with the Braid, Hannah, Martin, Elian und Simon. Steht doch mal kurz auf und lasst euch applaudieren.
Und mein zweiter Dank gilt dem gesamten Orga-Team, das hier so im Hintergrund fleißig alles irgendwie gelöst hat, was sich an Problemen oder an Fragestellungen gegeben hat. Und dazu gehörten Nick, Theresa, Julia, Cassandra, Aldi, Benjamin, ich, Robert, Sebastian, Katja, Kirsten, die leider heute nicht da sein kann. Schöne Grüße, Kirsten. Lucy, Deborah, vielen Dank auch dir, dass du heute hier bist. Nico und Lena, die die Talks gehalten haben. Auch dafür bitte nochmal einen Applaus. Dann bin ich auch schon wieder weg. Genau, also vielen Dank an alle Leute, die sich hier engagiert haben. Was vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist, ich habe gehört, dass einige der Mentoren, die heute dabei sind, auch selber Teilnehmer hier früher waren. Und das ist natürlich auch eine super Entwicklung, wenn man hier jetzt vielleicht auf so einem Event dann wirklich in die Programmierung einsteigt und anfängt zu hacken und dann ein paar Jahre später auf der anderen Seite steht und als Mentor hier dann Schülern helfen kann, ihre Projekte umzusetzen. Das finde ich ganz, ganz klasse. So. Wir haben noch zwei Präsentationen, bevor wir leider zum Abschluss der Veranstaltung kommen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Vorstellung von dem Team Kennst du den Sport? Und zwar gehalten von Nora, Emma, Paul, Oskar, Lene und Yannick. Okay, wir sind das Team Kennst du den Sport? Drück mal. Also, unsere Idee war es, eine Quiz-Webseite zu machen, wo man verschiedene Fragen zu verschiedenen Sportarten beantworten kann und so vielleicht neue Sportarten kennenlernt, die man auch für sich dann entdeckt. Genau, wer hat eigentlich alles mitgemacht und wer hat was gemacht? Das Frontend-Team waren einmal ich, Paul, Lene und das Backend-Team waren einmal Emma und Nora. Im Frontend haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gearbeitet, im Backend mit Python, mit Bottle und SQLite, also SQL-Datenbanken. Genau, natürlich hatten wir auch einige Herausforderungen, beispielsweise, dass wir am Anfang viel zu viel vorhatten, wir hatten viel zu viele Ideen und mussten erstmal schauen, was wir überhaupt in dieser Zeit, die wir haben, umsetzen können und was realistisch ist. Einige kannten sich einfach auch noch nicht mit dem Programm aus, die wir genutzt haben. Das heißt, wir mussten uns damit erstmal zurechtfinden. Technische Probleme gab es auch und zwischendurch hat ab und zu mal die Konzentration nachgelassen, weil man einfach komplett müde war oder so. Was wir noch machen wollen, was noch nicht so vielleicht perfekt ist an der Website bis jetzt, wir wollen auf jeden Fall noch mehr Zeit in die Gestaltung stecken, da man da bestimmt auch viel machen kann. Wir wollen auch mehrere Quizze noch erstellen, da es sehr viele Sportarten gibt, die vielleicht unterschätzt und nicht wertgeschätzt werden. Und auch gegen andere Spieler, also ein Online-Modi, wo man gegen andere Spieler spielen kann und Ranglisten erstellt werden und Fakten zu verschiedenen Sportarten hinzufügen, damit man sich mit denen auseinandersetzen kann. Ich mache einfach mal weiter. Also wir wollten noch machen, dass man dann direkt Vereine in der Nähe sieht, bei denen man dann auch direkt ein Probetraining beantragen kann. Man soll sich auch ein eigenes Profil erstellen können, womit man dann in den Ranglisten angezeigt wird. Und wir wollten noch einen neuen Modus hinzufügen, welcher Sport passt am besten zu mir. Aber da sind wir gerade erst beim Testen. Das war tatsächlich die erste Zeichnung, die wir angefertigt haben. Wir hatten noch nicht so eine richtige Idee für das Startbild, also wie die Website überhaupt aussehen soll. Für die Frage, also wenn die Frage angezeigt wird, hatten wir eigentlich schon ein relativ klares Bild. Eigentlich genauso wie bei Quizduell, bloß halt mit Sportfragen. Und wenn man dann alle 10 Fragen beantwortet hat, kam man zu einer Ergebnisseite. Dort hatte man dann so wie zu sagen Kärtchen, wo ihm angezeigt wurde mit Grün und Rot, welche Fragen man richtig und welche Fragen man falsch hatte. Wenn man die dann angeklickt hat, wurde man zu einer neuen Seite sozusagen weitergeleitet, wo man dann die Frage gesehen hat und die richtigen und falschen Antworten. Und am Ende kann man dann zurück zur Startseite.
Genau, also ich habe mich ein bisschen um die Fragen gekümmert. Ich habe mir sehr viele Fragen ausgedacht und die in eine Tabelle geschrieben. Und dann habe ich noch ein Programm geschrieben, wodurch dann die Fragen auf der Website zufällig angezeigt werden. Sozusagen zufällige Fragen aus bestimmten Kategorien ausgewählt werden. Und hier sieht man dann nochmal den Aufbau von der Tabelle. Das ist jetzt die Startwebsite, wie sie gerade im Moment ist. Ist noch sehr einfach aufgebaut. Links oben hat man dann halt den Knopf, wo man dann alle Quizze, die wir bis jetzt haben, sehen kann, sonst nichts Besonderes. Ich im Frontend-Team habe die Fragenbox sozusagen designt. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Button drücken würde, der richtig ist, wird die Antwort daneben zum Beispiel grün. Und wenn man etwas Falsches drückt, wird die Antwort rot. Das ist eigentlich schon fertig. Wir hatten aber leider nicht die Zeit, das jetzt noch mit dem Backend-Team zusammenzufügen. Aber das wird sicher in nächster Zeit kommen. Ja, wir müssen mal kurz umbauen hier. So, jetzt sieht man vielleicht nochmal meinen Code, den ich geschrieben habe. Also wir haben quasi, Emma hat das quasi mit Python geschrieben, quasi so eine Art Server, den wir jetzt starten gleich, wenn das hier mal angezeigt wird. Genau, und dann wird die Webseite gestartet und dann sehen wir gleich, wie die Webseite aussieht. Ja, also das Problem, was gerade aufgetaucht ist, war schon öfters so. Wenn ich das jetzt machen müsste, müsste der Laptop nochmal neu gestartet werden. Ja, leider können wir das jetzt nicht zeigen. Wir wollten nochmal den Mentoren danken, dass die uns so gut geholfen haben. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Hast du nicht gemacht? Nee, Digga. Ich denke so, ja, er sagt so gespiegelt, ich drücke gespiegelt, ganz am Bildschirm. Ja. Dann vielen Dank schon mal an das Team. Kennst du den Sport? Ich glaube, euer Projekt ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man hier jetzt bei so einem Hack nicht nur Programmierkenntnisse braucht, um was umzusetzen, sondern zum Beispiel auch ja Wissen über Sport braucht, um diese Fragen zu erstellen. Macht ihr im Team denn verschiedene Sportarten? Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Emma macht Eiskunstlauf, ich mache Kickboxen und Nora hier macht Leichtathletik. Von den Jungs weiß ich jetzt nicht. Okay, da haben wir aber auf jeden Fall schon mal ein sehr breites Sportwissen versammelt. Da wir die Website jetzt leider nicht sehen können, wenn ihr das Frontend und das Backend zusammengefügt habt, würdet ihr das Projekt dann online stellen? Vielleicht kommt darauf an, wie lange wir jetzt noch brauchen, um dran weiterzuarbeiten und wie viel Zeit wir jetzt dafür haben, ob wir überhaupt dran weiterarbeiten. Aber bestimmt. Genau, das ist die Antwort, die man hier im Publikum auch hören möchte. Also vielen Dank für das an das Team. Kennst du den Sport? So, und wenn man jetzt daheim im Publikum sitzt oder auch hier im Saal und sich denkt,
Oh, das waren jetzt eine ganze Reihe an Projekten. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Team als erstes angefangen habt. Dann gibt es hier gute Neuigkeiten, denn wenn ihr auf jugendhackt.org/projekte geht, dann könnt ihr die vergangenen Projekte von diesen Hack-Wochenenden euch anschauen. Und das Ganze hier wird ja im Livestream aufgezeichnet. Das Team hier arbeitet daran, in nächster Zeit auch alle Videos von diesen Präsentationen hier auf diese Website zu bringen. Ihr findet das Ganze dann, wenn ihr auf diese Seite geht und dann nach Dresden filtert und dann nach dem Jahr 2022. Und dann könnt ihr euch diese ganzen Vorträge hier auch nochmal angucken und die Projekte nochmal in Ruhe anschauen. Genau, wenn ihr in Social Media unterwegs seid, dann seht ihr hier unten auch die Hashtags, die jetzt über dieses Wochenende benutzt wurden. Das ist der Hashtag hier JugendHackt und JH Dresden 2020. Und unten seht ihr eine Liste der Social Media Kanäle. Da findet ihr auch noch Postings oder Status-Updates über dieses Wochenende und könnt ihr auch nochmal ein bisschen nachlesen, wie das Ganze so abgelaufen ist. So, und wir hatten es vorhin angekündigt und ich würde sagen, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nochmal die beiden Mentoren hier auf die Bühne zu holen. Deswegen nochmal ein Applaus für Karl und Hanna. Genau, vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr wart jetzt als Mentoren dieses Wochenende dabei. Wie geht's euch? Was habt ihr erlebt? Also mir geht zumindest ganz gut, aber ich bin unfassbar müde. Ich war Teil dieser sehr großen Gruppe vorhin. Sie winken mir gerade so lieb aus dem Publikum, die den Geschichtsunterricht spannender machen wollten. Und mit einer Teilnehmerin saß ich dann gestern Nacht noch irgendwie bis um zwei in der Hotellobby und wir haben noch die letzten Sachen am Code gefixt, damit heute alles präsentationsfähig ist. Und wie geht's dir? Ja, ähnlich. Es war unglaublich schön, es hat super viel Spaß gemacht. Ich war auch bei der gleichen Gruppe dabei, bei den Geschichtsleuten. Aber der Schlaf kommt dann doch immer etwas zu kurz, aber das tut man gerne. Genau, also ihr würdet sagen, es lohnt sich hier bei JugendHackt auch als Mentor dabei zu sein. Definitiv, also man trifft ganz viele tolle Leute bei den Teilnehmenden, bei den MentorInnen und es ist einfach unglaublich schön. Genau. Euer Team hatte ja auch eine Webplattform. Was für Technologien habt ihr dann mit den Teilnehmern zusammen eingesetzt? Das sind die üblichen Webtechnologien sozusagen, also HTML, CSS, JavaScript. Wir haben es, glaube ich, heute schon bei ganz vielen Projekten gehört. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö, das waren so die großen. Und das war auch sehr, sehr spannend, weil einige aus dem Projekt auch relativ unerfahren bisher mit den Webtechnologien waren am Anfang des Projekts, aber glaube ich, über das Wochenende ultra viel gelernt haben. Und ich habe auch mitbekommen, wie teilweise Leute, die am Anfang gar nichts konnten, sich total viel erklärt haben und dann besser erklären konnten als ich am Ende die Sachen, die sie zwei Stunden vorher erst gelernt haben. Ja, also da gab es ganz viel Begeisterung und ganz viel Motivation, auch neue Sachen auszuprobieren und zu lernen. Und am Ende sitzt man dann doch irgendwie immer vor etwas und fühlt sich so, als hätte man das noch nie gemacht. Das geht einem auch als Mentor so, das ist nicht nur, wenn man hier teilnimmt. Und am Ende funktioniert es dann doch irgendwie und dann spielt man ein bisschen damit rum und plötzlich steht man da und sagt, wow, das hat jetzt alles irgendwie in den zwei Tagen funktioniert und das hätte ich nie gedacht, dass wir das hinbekommen. Mich beeindruckt das einfach jedes Mal wieder sehr. Genau, also wenn wir jetzt im Stream noch Informatikstudenten dabei haben oder ähnliche Programmierer, ihr würdet sagen, es lohnt sich hier als Mentor mit dabei zu sein. Definitiv. Okay, super. Dann vielen Dank an Karl und Hanna, die uns auch noch etwas aus Mentorinnensicht bei diesem Event erzählt haben. Gern geschehen. So, und da sind wir auch schon bei unserem letzten Team angelangt. Ich freue mich ganz besonders, auch hier nochmal den Fortschritt seit gestern Abend gesehen zu haben. Und bitte um einen großen Applaus für das Team Cookie Crumbler mit Siri, Jan, Florian, Niklas, Alexander, Ferdi und Anchan.
Ja, jeder Mensch verbringt beim Surfen mindestens 5 unnötige Sekunden, Cookies zu deaktivieren bzw. einzuschränken. Und das wollen wir, die Gruppe Cookie Crumbler, bestehend aus Anja, Niklas, Alex, mir, Siri, Jan, Florian und Ferdi mit einer Web-Extension ändern. Und wie genau, das erzählen euch jetzt die Jungs. Also in den letzten paar Tagen haben wir halt eine Browser-Extension für den Browser Chrome gemacht, der halt automatisch Cookies auf Seiten ablehnt. Das spart halt sehr viel Zeit, wie schon gesagt. Wir haben auch dazu noch Tools entwickelt, in denen man einstellen kann, wie viele Cookies angenommen werden sollen oder abgelehnt werden sollen. Und wir haben halt die Probleme gelöst, dass, wie gesagt, Leute nehmen unnötig viel Zeit in Anspruch, diese Cookies durchzulesen oder halt nicht durchzulesen. Und damit verkaufen sie halt ihre eigenen Daten, was die eigene Sicherheit im Internet sehr beeinträchtigt. Und dadurch sorgen wir halt für eine bessere Web-Experience in einem besseren Internet. Genau. Ich stelle euch einmal vor, wie wir das ganze Projekt umgesetzt haben. Wir haben grundlegend erstmal ein Plugin für den Browser Chrome geschrieben. Das liegt einfach daran, dass heutzutage sehr viele Menschen den Browser benutzen und dass der das Ganze auch sehr freundlich macht. Das Ganze haben wir mit JavaScript umgesetzt, eine doch recht einfache Sprache, die sehr gut von dem Browser unterstützt wird. Und dazu haben wir ein User Interface für die Einstellung der Cookies mit HTML und CSS geschrieben. Dazu haben wir noch einige Statistiken zum Anzeigen, wie viele Cookies jetzt tatsächlich geblockt wurden. Das Ganze haben wir mit Plotty gemacht, einer Bibliothek an verschiedenen Funktionen für JavaScript, mit der man das Ganze am Ende sehr gut anzeigen kann. Und schlussendlich haben wir noch die API vom Chrome-Browser benutzt, um das ganze Plugin überhaupt in den Browser zu integrieren. Genau, wir hatten natürlich auch einige Hindernisse auf unserem Weg zum Erfolg, die wir überwinden mussten. Unter anderem leider auch eine nicht ganz so stabile Internetverbindung, die besonders bei einem Browser-Plugin doch ganz gut gewesen wäre. Und es war für uns alle auch neu, ein Browser-Plugin zu programmieren. Daher war das aber auch ein ganz schönes Projekt, da wir alle definitiv mit neuem Wissen nach Hause gehen können. Und es war ja auch, wir haben in einer recht größeren Gruppe gearbeitet. Da war es doch ab und zu auch mal schwer zu wissen, wer macht was und wie weit sind die anderen denn jetzt schon. Ja, natürlich gibt es auch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, die wir uns so angeschaut haben. Unter anderem die bessere Absprache zwischen unseren einzelnen Teammitgliedern und vielleicht auch noch eine bessere Arbeitsteilung. Das können wir dann beim nächsten Mal umsetzen. Genau. So, nun, nachdem der Nutzer das Plugin erfolgreich installiert hat, hat er Zugriff auf so ein Pop-up, wo er das Plugin einschalten kann, mit dem Einschaltsymbol halt, und oben rechts in der Ecke über das kleine Einstellungsrad in die Einstellung kommt. Hier kann er nun einstellen, welche Plugins er geblockt haben möchte, wie zum Beispiel die notwendigen Cookies kann er blocken oder die Leistungs- und Performance-Cookies und halt noch die Funktions-Cookies und Werbe-Cookies. Dann kann er über einen weiteren kleinen Knopf in die Statistik-Cookie-Counter gehen, wo er auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Anzahl der geblockten Cookies sieht. Und da wird dann halt angezeigt, wie viele Cookies von dem Plugin geblockt wurden. Jetzt kommt noch eine Demo von unserem Berg. Ja, also jetzt wird Niklas euch zeigen, wie unser Cookie funktioniert und dazu wird er es auf der Webseite machen. Ja, eigentlich wollten wir euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Leider ist das natürlich mit dem Vorführeffekt so, dass es doch noch offenbar ein kleines Problemchen gibt. Naja. Ja, dafür haben wir noch eine zweite Website, falls dieses Problem auftreten sollte, mit der wir euch das hoffentlich, oder ist es DRK, oder? So. So.
Hier funktioniert hoffentlich alles richtig. Genau, am Anfang kommt ein kleines Pop-up, dass jetzt die Cookies entfernt werden. So, und da war gerade das Cookie-Banner, hat man nur ganz kurz aufploppen gesehen. Unsere Extension hat es direkt bewältigt. So, und damit werden dann im Endeffekt den Nutzern die Zeit erspart, diese nervigen Cookie-Banners zu lesen, sich durchzuklicken. Unsere Extension sorgt dafür, dass diese Cookie-Banner ganz einfach deaktiviert werden und im Endeffekt auch keine Nutzerdaten mehr verkauft werden. Vielen Dank an das Team Cookie Crumbler. Ich bin noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich das sagen, dass ich hoffe, dass wir euch mit unserer Erklärung abholen konnten. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal wirklich öffentlich zugänglich. Und wir möchten, also ich möchte im Namen unseres Teams, dem Team von Jugend Hackt, allen voran unseren Mentoren Christine und Simon danken, die uns alle sehr tatkräftig zur Seite gestanden haben. Vielen Dank. So, ich glaube, ihr habt gerade schon meine Frage angesprochen. Wann kann ich das installieren? Ja, momentan ist es leider so, dass das Plugin nur auf bestimmten Websites funktioniert, da das in der kurzen Zeit leider noch nicht ganz möglich war, das so zu programmieren, dass es wirklich auf allen Webseiten zuverlässig und gut funktioniert. Und ich denke, das wird auch noch einiges an Zeit brauchen. Also falls wir uns hier nächstes Jahr wiedersehen, können wir vielleicht auch noch von einigen Fortschritten berichten. Aber ich denke mal eher, dass das Plugin nicht demnächst schon zur Verfügung stehen wird. Oh, ich glaube, das finden wir alle sehr, sehr schade. Aber wir haben schon tatsächlich an Publishing Tools mit in GitHub gearbeitet. Wir hatten auch tatsächlich einen Prototypen aufgesetzt. Also es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht wird es irgendwann was. Genau, also ihr könnt ja auch gerne zum nächsten Lab in Dresden kommen und an dem Projekt weiterarbeiten. Ich glaube, so ziemlich alle Leute hier im Saal würden sich sehr darüber freuen, wenn ihr da dieses Projekt zur Realität werden lasst. Denkt drüber nach. Vielen Dank an das Team Cookie Crumble. So, und das war leider schon unsere letzte Präsentation. Wir wollen euch jetzt aber nicht ganz traurig einfach nach Hause gehen lassen, sondern jetzt kommt die Lucy zu mir auf die Bühne, die euch noch ein paar Folgeveranstaltungen vorstellt, die euch interessieren könnten. Ja, und zwar gibt es neben Jugend Hackt noch so ein, zwei andere Projekte, die uns sehr am Herzen liegen und die möchte ich einfach mal ansprechen, euch nennen, euch im Saal und auch allen im Stream die Anregung geben, da mal vorbeizuschauen. Also wir haben schon gehört, an dem Wochenende habt ihr ganz viel Neues gelernt und vielleicht so erste Anregungen bekommen, was euch noch interessieren könnte. Dafür ist vielleicht die Cross-Media-Tour ganz interessant, vor allen Dingen für alle, die hier in Dresden sind. Das sind Ferienangebote, die sich mit allen möglichen Medien beschäftigen. Ihr könnt lernen, wie man Filme macht, Fotosafaris, Scratch-Spiele programmieren. Vielleicht braucht ihr das auch alles gar nicht mehr, weil ihr ja so viel schon mitgemacht habt dieses Wochenende. Genau, da könnt ihr einfach mal vorbeifahren. Vorbeischauen auf der Website, die nächsten Ferien kommen. Das sind die Sommerferien und da ist übrigens auch das Lab in Dresden nochmal drin. Da könnt ihr auch alle Termine vom Lab in Dresden sehen. Alle von euch, die sehr spielaffin sind, sind herzlich eingeladen, sich beim Gamescamp anzumelden. Das ist das, was ihr oben in der Ecke seht. Das ist jetzt schon im Mai. Es ist wie bei Jugend Hackt, es wird alles übernommen, die Anreise, die Übernachtung und die Verpflegung. Es ist im Barcamp-Format, das heißt, ihr könnt euer Wissen mit anderen Gaming-begeisterten Menschen teilen und einfach ein wunderbares Wochenende verbringen. Und zu guter Letzt, sowieso allen, die im Saal sitzen und aber auch allen, die den Stream gucken. Hier sind wunderbare Projekte entstanden und ich will euch einfach nur bitten, bitte reicht sie beim Deutschen Multimedia-Preis ein. Wir suchen seit April und noch bis August genau solche Projekte wie die, die entstanden sind. Multimediale Projekte, wo ihr eure tollen Ideen zusammengeschmissen habt und einfach tolle Sachen geschaffen habt. Wir zeichnen die nämlich total gerne aus und stellen sie auch total gerne aus beim Deutschen Multimedia-Preis. Genau, soweit von meiner Seite. Dankeschön an Lucy. Genau, das war das Finale von Jugend Hackt hier in Dresden. Wir haben heute schon ganz, ganz viel Danke gesagt.
danke an die Mentorinnen, danke an das Orga-Team, was hier dabei war. Was ich zum Schluss noch gerne sagen möchte, danke an euch Teilnehmerinnen, dass ihr da wart, dass ihr hier diese coolen Projekte umgesetzt habt. JugendHackt lebt natürlich davon, dass ihr zu diesen Veranstaltungen kommt und hier Spaß habt und hier was lernt und entwickeln könnt. Deswegen würde ich sagen, nochmal einen Applaus für all unsere Teilnehmerinnen hier. Genau, und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten JugendHackt-Event oder vielleicht bei einem anderen von den coolen Events, die hier im Raum Dresden stattfinden, demnächst mal wiedersehen und würde mich dann im Namen des Teams verabschieden, gerade auch von unseren Zuschauern daheim und sagen, hoffentlich bis bald, macht's gut. So.